Es ist schon lange her, sehr lange. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, damals in Carpentras, einem winzigen Örtchen in Südfrankreich, damals hatte ich mein Geschäft zwischen der Apotheke von Monsieur Plumoiseau und dem Haus von Monsieur Boudinet. Man glaubt es kaum, aber die beiden hatten sich in den Kopf gesetzt, dass ihre Kinder einander heiraten. Und das ohne sich zu kennen, ohne wirklich etwas voneinander zu wissen. Denn der Sohn des Apothekers wuchs bei den Großeltern auf. Schlimme Geschichte. Die Mutter starb und der Vater war eben Apotheker. Er hatte keine Zeit, den Jungen großzuziehen. Natürlich wurde der Junge auch Apotheker und jetzt im heiratsfähigen Alter soll er die Tochter seines alten Freundes heiraten und natürlich die Apotheke übernehmen. Monsieur Plumoiseau plagt nicht nur die Gicht. Er will sich auch zur Ruhe setzen. Und die Braut mit dem wohlklingenden Namen Sempronia, sie ist völlig ahnungslos, quasi naiv, unwissend, also unschuldig. Und so sinniert sie über die Liebe. Sanft und so geduldig, das Vögelchen.
Die Hochzeitsfeier war damals ein großes Ereignis. Wir waren alle eingeladen, alle, die ein Geschäft hatten und irgendwie bekannt waren mit den Familien. Es war die Sensation. Und dann kam dieser Fremde an, Monsieur Chilperic. Er war Friseur und hatte den Auftrag, die Braut zu frisieren. Ja, er war aus der nächstgrößeren Stadt geholt worden. Er hatte sich bereits während seiner Lehrjahre einen Namen gemacht und nun sollte er in Carpentras zeigen, was er kann und vielleicht auch Teilhaber des ortsansässigen Friseursalons werden. Er geht also in das Haus von Boudinet. Dort trifft er auf den Hausherrn und der denkt, er sei der Bräutigam. Er begrüßt ihn überschwänglich und bietet erst mal was zu essen an. Schließlich hatte er eine lange Fahrt hinter sich. Boudinet lässt ihn allein und verspricht ihm, ihn rechtzeitig zu holen. Chilperic ist etwas irritiert, denn eigentlich wollte er die Braut nur frisieren. Doch nun sitzt er an einem Tisch vor lauter kulinarischen Köstlichkeiten. Und just beim Essen denkt er an eine junge Frau. Heute Morgen, ganz früh, als er nach Carpentras kam, ist sie ihm aufgefallen mit ihrem wunderschönen rotblonden Haar. Zu Carpentras hab ich gesehen, nen Engel in Menschengestalt. Da fühlt sich auf einmal entstehen im Herzen der Liebe Gewalt. Oh Gott, sie war so reizend, es zog mich auf ewig zu ihr. Drum mag ich parieren, frisieren, ach, überall schied sie von mir. Ach, überall schied sie von mir. Ach, überall schied sie von mir. Warum, ach, musste ich dich erblicken? Es scheut sich vergebens mein Herz. In Qualen fühlt sich Entzücken und Seligkeit wird mir zum Schmerz. Stets ruft in mir eine Stimme, ja, das Glück leicht nur bei ihr. Drum mag ich barbieren, frisieren, ach, überall steht sie vor mir. Ach, überall steht sie vor mir. Ach, überall steht sie vor mir. Ja, der Friseur weiß, was er will. Er steckt voller Energie und nachdem er gegessen hat, besinnt er sich auf seine eigentliche Mission, der Braut die Haare zu frisieren. Doch gerade als er das Zimmer verlassen will, betritt die schöne Sempronia den Raum. Im Hochzeitskleid, etwas ungehalten, weil ihre Haare noch nicht frisiert sind, sie doch aber schön aussehen will, aufgeregt ist und die Kirche bald beginnt und überhaupt. Chilperic dagegen ist ganz ruhig, fast zu ruhig. Er starrt sie einfach nur an, ungläubig, als sei sie eine Fata Morgana. Und zwar genau die Fata Morgana, die er bereits vor ein paar Stunden gesehen hat. Sempronia betrachtet den jungen Friseur genau, denn auch sie ist von der ersten Begegnung mit ihm nicht unbeeindruckt geblieben. Und weil sie sich über das Wiedersehen so freut, denkt sie, er sei der vom Vater Auserwählte. Ist es denn wahr? Hab ich auch recht gesehen? Oder soll's ach für mich Täuschung nur sein? O Himmel, Herr, ist mir doch geschehen, ihr, der so teuer dem Herzen ein. Nein, nein, ich täusch mich nicht. Sie ist die, ich erwählte, dir Engel, dir so bald entschwand, mir so bald entschwand. Du macht dir Hoffnung, was so lang mich quälte, was so lang mich quälte. Es zieht hinweg, es zieht hinweg, da ich sie fand. Ich wette, sie auch liebet mich. Ich erschlage mir, als ich kann sagen, für das Herz sein Glück. Stark
wechsle Freuden süße Augenblick. So sieht von Carpentra sie längst zurückgekehrt. 6 Monate sind es nun, dass ich hier wieder bin. Sie sind aus Paris, die ich so verirrt. Doch welch ein Zufall brachte sie nach Carpentra. Ich habe auf dem Lande sie gute, gute alte Tante, die mich in jungen Jahren einst sehr gut erzog. Zu sehen wünscht mich im Winter die Verwandte. Und dort erblickt ich sie. Ach, sie ist mein Glück, hoffe, dass sie mich liebt. Mein Herz sei glatt und glänzend, rühre mich nicht von der Stelle. Oh, welch ein Augenblick, oh, welch ein Augenblick ganz voller Lieb. Voll Hoffnung und voller Lieb. Voll Hoffnung und voller Lieb. Voll Hoffnung und voller Liebe sind beide. Schilperik will seiner Angebeteten erzählen, wie froh er darüber ist, sie getroffen zu haben. Und wie entschlossen er ist, hier in diesem Ort so zu arbeiten. Nein, er will nicht mehr durch die Gegend ziehen, so mal hier, mal da. Er will jetzt sesshaft werden. Sempronia ist überrascht, denn das Leben eines Apothekers hat sie sich anders vorgestellt. Und hat er denn keine Apotheke bei den Großeltern? Wieso zieht er als Apotheker durch die Lande? Bevor Schilperik ihre Fragen beantworten kann, betritt der junge Plumoiseau den Raum. Also der richtige Apotheker und der eigentliche Bräutigam. Von Sempronia wird er allerdings als der seit Stunden erwartete Friseur gesehen. Und so bittet sie ihn, das heißt, sie drängt ihn geradezu, sofort mitzukommen. Sie können nun nicht länger warten. Der junge Plumoiseau, eher schüchtern, wird jetzt noch schüchterner. Mit so einer zielstrebigen Frau hat er nicht gerechnet. Der Brautvater kommt hinzu. Auch er ist etwas ungehalten über die enorme Verspätung Plumoiseaus, denn auch er hält den Jungen für den Friseur. Der junge Plumoiseau fühlt sich unverstanden und würde am liebsten wieder abreisen. Nur Schilperik begreift die Situation. Zwar versteht er die Verwechslung nicht, aber er begreift, dass Sempronia heute jemanden heiraten wird und er wird sie nur frisieren, mehr nicht. Was sie ein Schwein nicht erspielt und entgeht. Ich seh, sie kann meinen Blick kaum ertragen. Ach, diese Stund überlebe ich nicht. Glücklicher Mensch! Ja, da hilft mir kein Klagen. Mein Herz, es duldet, es zucket und bricht. Und mich sollt ich müssen reichert verlieren. Am Tag ist so, dass man diese gesinnt. Da standen sie nun,
Sempronia entzückt von Chilperic, Chilperic verzweifelt, dass sie nicht seine Braut wird, der junge Plumoir so entmutigt und der alte Boudinet verwundert über die Arbeitsauffassung des vermeintlichen Friseurs. Chilperic zieht den Brautvater zur Seite. Er bittet ihn, endlich anfangen zu dürfen. Er wolle die Sache hinter sich bringen. Schließlich brauche man ja genügend Zeit für die Frisur. Boudinet stimmt ihm zu und schlägt vor, die Zeit zu nutzen, um sich besser kennenzulernen. Doch Chilperic will nicht plaudern, sondern Hand anlegen an die Braut. Das wird dem Brautvater zu viel. Er zieht ihn in ein Nebenzimmer und stellt sich ihm in den Weg. Er solle sich noch gedulden und nicht zu drängeln, alles zu seiner Zeit. Er ist in der Blick so schnell. Er lässt mich nicht von der Stelle. Muss doch an die Arbeit gehen. Junger Mann, wozu die Hitze? Zum Teufel, zum Teufel! Was macht er für schlechte Witze? Er scheint mich nicht zu verstehen. Möchte ihn gleich beim Schopfe kriegen, Ritzen, Schitten, auf der Folter liegen. Was die sieht, doch anstelles kann. Was die doch anstelles kann. Was nur wäre, noch jetzt mein Leben gut. Sein nützt hier denn noch hier das Leben, da ich sie nicht besitzen kann. Da ich sie nicht besitzen kann. Sempronia ist ja noch nicht frisiert. Nun sehen Sie, deshalb will ich zu ihr. Bedenken Sie, dass sie das doch geniert. Und seien Sie nicht so ungestimmt zu mir. Mein Gott, die Stunden schnell verrinnen. Sie werden sehen, nicht Zeit mehr bleibt für mich, dass ich was meine Pflicht. Sie haben Eile, fürchterlich. Möchte ihn gleich beim Schopfe kriegen, Ritzen, Schitten, Wächter liegen. Was die Sieg doch anstelles kann, was die Sieg doch anstelles kann. Das wäre doch jetzt mein Streben, ist sein Deutschen, die mir daneben, weil ich sie nenne, mein lieber Mann, weil ich sie nenne, mein lieber Mann. Sempronia kommt bestürzt ins Zimmer. Ihre Haare sind immer noch nicht frisiert und der Mann, sie meint Plumoir so, dieser Mann sei nicht imstande, irgendetwas zu frisieren. Bevor sie völlig in Tränen ausbricht, bietet sie Chilperic an. Er wird zum Retter in der Not, ein Apotheker, der auch noch frisieren kann. Das ist für Boudinet ein wahrer Schwiegersohn. Und so beschließt er, diesen jungen Plumoir so hinauszuwerfen. Er gibt ihm ein kleines Trinkgeld und komplimentiert ihn deutlich hinaus. Da platzt dem schüchternen Apotheker der Kragen. Jetzt reiche es. Er habe den langen Weg auf sich genommen, um eine Frau zu heiraten, die sein Vater für ihn vorgesehen habe. Alle seien unglaublich unfreundlich zu ihm, ohne dass er irgendeinen Anlass dazu gegeben hätte. Nach der langen Fahrt habe er schon damit gerechnet, etwas zu essen zu bekommen. Aber niemand habe das auch nur im Ansatz in Erwägung gezogen. Stattdessen drücke man ihm einen Kamm in die Hand und er solle seine Braut frisieren? Das ist doch absurd. Boudinet glaubt ihm nicht und er hält ihn immer noch für einen Friseur, der sein Handwerk nicht versteht. Plumoiseau wird so wütend, dass er einen Stuhl gegen die Wand wirft. Er sei Apotheker und nicht Friseur. Diese Auseinandersetzung bekommt Sempronia natürlich mit. Außerdem hat ihr Chilperic inzwischen alles sagen können.
Liebe kennt keine Berufe, und so versucht sie, dem geliebten Vater zu erklären, dass Plumoiseau tatsächlich Apotheker und Chilperic, der ihr eine so wundervolle Frisur gezaubert hat, Friseur ist. Außerdem versucht sie, Boudinet nahezubringen, dass sie diesen ausgezeichneten Friseur auch noch liebt. Einen hübschen jungen Mann. Ach, er blickte so voll Schmerzen. Bald liebt ihn das Mädchen da, liebt er ihn von ganzem Herzen. Für ein Durcheinander. Wir alle dachten, es würde keine Hochzeit geben, aber Boudinet war entschlossen. Es wird geheiratet. Alles ist bestellt, alle Gäste sind da, die Braut ist endlich frisiert, da gibt es kein Zurück. Auch die Frage, wer nun der Bräutigam sei, beantwortet er schnell. Dem Notar und Pastor hat er den Namen Plumoiseau gesagt, und genau den mit dem Namen Plumoiseau wird sie nun heiraten. Entsetzen stand in allen Gesichtern. Wie grausam kann ein Vater sein? Für einen Moment stand die Zeit in dem kleinen Örtchen Carpentras still. Doch dann kam die Erlösung. Chilperic hieß ebenfalls mit Nachnamen Plumoiseau. Was haben wir gelacht! Und somit stand einer Hochzeit zwischen den beiden Liebenden nichts mehr im Wege. Sechs Monate ist Hochzeit, fast zu Ende ist das Spiel.